Oh, hört doch auf, mich immer anzulabern, wenn ich mal hier bin. Willkommen zurück zu Mad Max! So, die drehen hier alle am Rad, deshalb verlassen wir mal unsere schöne Festung hier und überlegen mal. Ach ja, wir hatten ja zwei Ödland-Missionen. Eine war am Arsch der Welt und die andere war hier hinten. Ach ja, und wir hatten ja das Schöne freigeschaltet, wodurch wir hier überall diese Sammelstationen sehen können. Ja, da würde ich sagen, gucken wir doch mal, ne? Was machen wir denn Schönes? Also hier in dem Gebiet hätten wir aktuell noch zwei Sammelstationen, die wir machen müssten. Ich würde aber ganz gerne in die Richtung fahren. Da kommen wir an einem Sammelgebiet vorbei, an noch einem Sammelgebiet. Da kommen wir an einigen schönen Sachen vorbei. Und kommen vor allem Richtung Ödland-Mission. Und das, denke ich, ist das Ganze doch wert, hä? Ach, lasst mich in Ruhe mit euren blöden Todesfahrten. Ich habe jetzt anderes zu tun. Ach, Ruhe. Lass mich mein cooles Auto fahren. Boah, wenn ich so richtig Barschrott habe, können wir das ja mal so richtig optisch cool anpassen und so, denke ich. Aber aktuell fehlt mir die Kohle. Aber das wird schon. Wir kriegen schon noch Barschrott. Wir müssen halt auch gucken, dass wir so nach und nach diese ganzen Bauteile für die Festungen zusammenbekommen. Sammelstation, ich hab's genau gesehen. Sammelgebiet, ich bin unterwegs. Autschen. Boah, hier ohne Verluste geht das Ziggedi-Zacke mitten durch die Wüste. Wollen wir heute mal nett sein? Komm, wir sind heute mal nett. Ich komme. Bitte schön. Damit hättest du nicht gerechnet, hä? Aber manchmal bin ich halt eben freundlich. So. Jetzt zu der Sache mit der Sammelstation. Halt die Klappe, du Sau. Dich mache ich fertig. Yeah! Zock, zink. Ja. Hallöchen. Und gute Nacht. Boah, tut was. Bist du ein bisschen gefallen? Das tut mir aber leid. Lebt er noch? Oh, der lebt noch. Und gute Nacht. So, dein Messer nehme ich mit. Und da liegt auch schon Barschrott rum, wo ich nicht rankomme. Doch jetzt. Oder auch nicht. Oder doch. Wer weiß. So, eins von... Oh, hier geht's aber... Oh, was war denn das jetzt? Ui. Oh, i. Voll die Todesgrube. Was soll das denn? So, damit wäre der Sammelbereich mal wieder komplett. Oh, i. Ich will hier weg. Widerliche Menschenfresser. Oh, können wir das gebrauchen? Ich glaube, ich habe nichts mehr hinten drauf, hä? Hey, the car! Kommst dran, oder was? Brauch ja Ewigkeiten, bis der mal herkommt. I'm here for you. So, aufbewahren, das klingt gut. Bitte. Man weiß ja nie, wann man mal wieder Sprit braucht. Und genauso machen wir das. Wir nähern uns die Mission und wenn dabei irgendwas auftaucht, dann kümmern wir uns halt drum. Auf die Art und Weise... Oh, da habe ich aber böse die Straße verfehlt, hör mal. Auf die Art und Weise kriegen wir nämlich relativ schnell diese ganzen Sammelbereiche auch abgearbeitet, würde ich denken. Das wird alles schon. Wir haben ja auch genug Zeit, ne? Wir müssen ja hier kein bisschen hetzen. Oh, Sammelbereich, ich habe es genau gesehen. Ne, haben wir hier hinten nicht schon gesammelt? Anscheinend nicht. Was ist denn das für ein komischer Sammelbereich? Auf jeden Fall will hier einer Ärger. Das höre ich jetzt schon. Ich komme hier auch nicht so gut rein. A walking scout.
Ich weiß nicht, wie ich bei euch reinkomme. Verflucht, verschwinde. Zack. Noch einer, der Ärger will. Ja, ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Gib mir deinen Schrott. Und gib mir deinen Schrott. Weil die haben ja hier alle Schrott dabei, hör mal. Der auch. Ah, wir sind drin. Gut, dann lasst uns mal anfangen zu suchen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schrott. Viermal Schrott gibt's hier. Na gut, das müssen sie ja selber wissen. Also ich finde hier keinen Viermal Schrott. Gibt's hier noch Hütten? Aha. Meins. Oh, guten Tag. Hast du Beute? Nee, der hat zur Abwechslung mal keine. Gut, dann... Oh, hier geht's hoch. Darf man nicht vergessen nachzuschauen. Hier oben gibt's doch bestimmt irgendwo Schrott. Aber man kommt sogar bis da hinten hoch. Na, das ist ja nett. Da kommt man ja richtig was zu sehen. Ja, Munition nehme ich immer gern mit. Oh. Aua. Peter hat sich hingelegt. Ah. Oh. Ja. Oh ja. Oh. Man hat es schon nicht leicht. So, einmal Schrott noch bestimmt hinter der Tür hier. So, machen wir auf das Ding. Da hinten ist Schrott. Boah, schick, hier ist ein Auto oben drauf. Können wir das auch benutzen? Oi. Suchbereich 100%. So, was ist jetzt mit dem Auto? Darf ich das haben? Weil das sieht auch so aus, als hätte ich das noch nicht. Hochwertige Fahrzeuge. Bringe dieses Fahrzeug zurück zu einer Festung, um es in der Fahrzeugsammlung freizuschalten. Das ist also ein hochwertiges Fahrzeug. Mach auf! Gut, dann wollen wir mal. Wie komme ich denn zurück zur Festung? Weil wenn ich hier schon mal so ein besonderes Fahrzeug habe, dann muss man das ja auch benutzen, ne? Boah, das hat sogar Turbo hier drin. Schwupp! Also das bringe ich auf jeden Fall zur Festung. Da lasse ich mir überhaupt nichts gegen sagen. Es wird sowas von in meiner Festung landen hier. Oh, oh, oh. Ich habe voll keine Zeit für euch. Geht weg. Für Kolonnen habe ich jetzt überhaupt keine Nerven, Leute, ganz ehrlich. Ich will jetzt das Auto zurückschaffen und dann bin ich froh. Aber das sieht cool aus, wenn man hier den Turbo benutzt. Da spuckt der Autowagen Feuer. Boah, fuck, ich rutsche. Nee, ich rutsche gar nicht. Ich dachte, ich rutsche. Hä? Ah, ich muss hier hoch. Boah. Turbo sei Dank. Da kriegt man selbst die enge Kurve noch mit. Oh nein! Nein, nein, nein! Festung! Oh, herrlich! Ich hab's mal wieder richtig verkackt, Leute. Och, Menno. Ich und Autos. Kann man das hier als Abkürzung benutzen? Ah, Hilfe! Boah, das Auto brennt schon vorne. Ich muss jetzt aufpassen. Ich darf hier nicht nochmal Mist machen. Boah! Aber ich bin drin. Jetzt in Fahrzeugsammlung verfügbar. Ja, ja, ja.
Projekt. Belohnung bereit in 15 Minuten. Ach so. Von dem Bauprojekt kriege ich momentan keinerlei Belohnungssachen. Das ist natürlich schon recht tragisch. So, können wir es jetzt nochmal probieren, da hinzufahren? Oder will mich noch irgendwas aufhalten, ja? Oh, was gibt's denn hier Feines? Was kann ich denn tun für euch, hä? Ja, toll, ich... Ist das euer Ernst? Hallo? The iron vice of gas town's loosening its grip here. Something a stranger, crazy-eyed and kill-frenzied, did this gruesome work all by itself. Yep, that's just what I heard. So. Take the fuel tank. It's naked. Was ist mit meinem Auto? Ist doch alles wunderbar. Ich habe nicht ganz zugehört, was der gesagt hat. Ich sollte irgendwas mit dem Benzintank machen, aber mein Auto ist voll. Ich brauche nichts anderes. Was ich jetzt brauche, ist mal wieder hier ein bisschen Speed und so. Weil wir müssen ja jetzt den ganzen Weg wieder fahren. Aber wenigstens sind die zwei Sammelstationen weg, die uns aufgehalten haben. Aber wahrscheinlich kommen noch zwei, drei andere Sammelstationen. Ich kenne mich doch. Wenn ich irgendwo auf der Karte sowas sehe, da kann ich nicht widerstehen. Ich alter Sammelschlunzenkopf. Ich finde das schon cool, wie das lackiert ist. Dieses Schwarze gefällt mir. Und auch die Autoform mag ich. Also, ich hoffe, wir können das Auto noch ein bisschen anders mit anpassen. Entschuldigung, das war mit Absicht. Es tut mir leid, Leute. Ich habe das gesehen und musste reagieren. Es ging nicht anders. Wenn ich so ein Auto sehe, das da parkt, dann muss ich einfach reinfahren. Oh shit, dem hat das aber nicht gefallen. Der will die Blutpolka tanzen mit mir. Boins! Willst du nicht lieber abhauen? Gegen mich hast du keine Chance, Kollege. Noch so ein Ding und du bist platt. Ah, jetzt komm, Kollege. Lass mich halt entfliehen, ja? Weg! Boah, verdammtes starkes Vogelscheuchenteil. Verschwinde! So, ich hätte jetzt gern ein bisschen Schrott. Du kannst dir inzwischen das Auto mal ganz machen. Das hat ganz schön gelitten. Während ich mir hier den Schrott krall. Oh, und da hinten ist auch schon wieder ein Schnippermann unterwegs, habe ich gehört. Wo genau soll denn der sein? Weil aktuell sehe ich den nicht, muss ich zugeben. Bestimmt, weil der Felsen im Weg ist, hä? Nee, das ist der Felsen. Jetzt raff ich das Ganze erst. Aha. Ich war das nicht. So, okay, diese beiden Banditenfahrzeuge sind weitergefahren. Das heißt, die dürften eigentlich keine größere Belästigung für uns sein aktuell. Und da ist ein Sammelbereich. Ich kann nicht widerstehen. Oh, da ist noch einer. Überall Sammelbereiche. Willst du Ärger, hä? Willst du Ärger? Willst du Ärger? So, also ich glaube, damit dürfte jetzt Ruhe sein. Mein Schrott. Eins von vier. Hier sind schon wieder vier Schrottdinger unterwegs. Na, sowas. Muss ich da noch oben rauf aufs Flugzeug oder wie? Weil vier, das ist ja doch schon eine ganz schöne Zahl, hörbar.
Hier oben ist noch Munition. Die natürlich auch nicht zu verachten ist. Besonders, weil ich zwei Kugeln verschwendet habe. Naja, verschwendet nicht. Ich hatte halt Lust. Muss die schon auch nehmen, ne? Ist mir doch egal. Ich bin weg. Schönen guten Tag, Untergrund. Zonk! Zonk! Was wollt ihr denn? Weg! So. Ah, da ist ja noch einer am Leben. Gewesen. Jetzt ist er nämlich auch über den Jordan. So. Mal das ganze Zeug hier mitnehmen. Ihr habt euch hier unten ganz schön was aufgebaut, ne? Oh, was haben wir denn hier? Eine schöne Reliquie wieder. Ein Relikt. Schatz, hab Hector gebeten, dir dies zu geben. Meine Familie muss aus der Stadt raus. Wir haben einen Onkel mit einer Farm und allem, was dazugehört. Wir sitzen hier bloß auf dem Trockenen, buchstäblich. Die Leute drehen durch. Ich kann die Kinder nicht gefährden. Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken könnten. Aber ich muss weg, Schatz. Es geht nicht um Liebe, sondern ums Überleben. Milton. Naja, gut. Ah. Gib mir Wasser, Schätzchen. Danke. So, wie sieht's jetzt aus mit Schrott? Hier ist eine große Kiste. Was die sich hier alles aufgebaut haben, Mensch. Mein Gott, Walter. So, und damit sind wir fertig. Hoch geht's. Hoch und raus, das ist mein Ziel. Tag, Auto. So, jetzt fahren wir noch schnell rüber zu der anderen Sammelstation. Das müsste ja dann da drüben sein. Schön querfeldein. Das gibt's doch nicht. Müssen denn immer solche Biester hier in der Nähe sein? Ich will in Ruhe sammeln. Geht weg. Wie komme ich denn zu euch hoch, hä? Ah, hier komme ich hoch. Gut. Beide erwischt. Meins. Meins. Nochmal meins. So, einmal Schrott haben wir, aber irgendwas anderes muss hier noch sein. Sonst wäre schon Sammelbereich komplett gekommen. Mal sehen, was wir noch finden. Vielleicht noch eine Reliquie. Ja, auf jeden Fall. Und auch Munition. Sehr gut. Ich habe nicht mehr so viel. Sniper und Schrot. Sehr gut. Her damit. Das ist aber hübsch. Das ist ein leckeres Brot, hä? Oder ist das Fleisch? Ich kann es nicht erkennen. Sieht eher aus wie Brot. Mills hat uns dieses Wochenende zu seinem berühmten Barbecue eingeladen. War wie immer fantastisch, doch ich frage mich, wo er die erstklassigen Steaks her hatte. Hab schon lange kein so gutes Fleisch mehr gesehen. Schade, dass Angie nicht dabei sein konnte. Mills meinte, sie hat einfach ihre Sachen gepackt und ihn verlassen. Abwarten. Wow. Au, Oh, Itch. Auto, ich hab Schmerzen. Auto, ich komme. Ah, das tut doch weh. So, Freunde, lasst uns mal auf die Karte gucken. Ach, das war der Sammelbereich hier. Boah, da haben wir ja in dem Gebiet fast alle. Wenn wir dann hier hinten die Mission fertig haben, da können wir hier so einen richtig schönen Bogen fahren. Und nehmen dann hier auch noch alles mit. Hier hätten wir noch ein Lager. Griffer ist auch in der Nähe. Hier ist auch noch so ein Todesfahrt-Dingens. Hier auch Todesfahrt. Alles, was wir mit Todesfahrt gemacht haben, da haben wir wohl dann normalerweise so einen Benzintank mit dran, oder wie darf ich das verstehen? Auf jeden Fall haben wir hier oben auch noch irgendeine Todesfahrt. Und beim nächsten Mal werden wir uns aber erstmal hier drum kümmern, um die schöne Mission. Weit ist es ja nicht mehr, wir müssen nur noch hier die Straße runter. Und das war, fahre zu den östlichen Tunneln, was waren das? War das das Auto von der Gefangenen, wo so viel Zeug drin ist, das wir gebrauchen können.
Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall irgendeine Ödland-Mission und ich gedenke, diese auch zu erfüllen, ne? Also denn, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer Lord Peter.